Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Mayday! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste Hilfe, Koffer Blasco. Nehmen Sie! Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9! Hier, Vulture 1! Sie sind zu nah! Abstand! Negativ, Vulture 1! Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Burgess. In Ordnung, Randall. Oh nein. Blasco, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Besten Dank, Captain. Verstehe Ihr Problem, Kondor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja. Die Mühle fliegt sich wie ein Ziegelstein. Danke, Burgess, für die... Oh, Kondor 9, bitte kommen! Kondor 9! Scheiße, das ist ein Truppentransporter! Kondor 9, bitte kommen! Bitte kommen, Kondor 9! Hier ist Kondor 9! Wer spricht?
Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin! Es scheint zu klappen! Wir packen uns wieder! Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Was? Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Verstanden, Sir! Vleskovich, machen Sie die Cockpit-Tür auf! Sie müssen sie auf... Fertig! Dann los! Steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Fergus, wie ist Ihr Status? Vleskovich, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Vleskovich, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Vlesko, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Thank you.
Okay, Blasco. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer.
eine Kanone weiter auf. Das Druckluft wird gefeuert. Wir pfeffern gerade die Treppe unter der Festung hoch. Beeilen Sie sich, wir treffen uns noch oben. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe Ihnen.